Direkt nachdem die Hamas erfolgreich Israel angegriffen hat, habe ich ein Video dazu gemacht, was ein bisschen beschrieben hat, wie eine so eigentlich unwahrscheinliche Aktion der Hamas gelingen konnte. Ich habe da auf ein sogenanntes Strategem hingewiesen, ja, sogenanntes Strategem 27. Wenn sich jetzt fragen, was sind denn Strategeme? Also das sind Kriegslisten. Ich möchte das hier gar nicht so stark ausführen und können sich dafür gerne mal ein anderes Video ansehen, was ich Ihnen am Ende auch verlinken werde. Der häufigste Kommentar, den ich aber daraufhin bekommen habe, oder Gruppe von Kommentaren, ist, dass die gesagt haben, vollkommener Quatsch. Das war überhaupt kein Strategem, das war keine Kriegslist von Seiten der Hamas, sondern ganz im Gegenteil, das war eine Strategem seitens Israel. Die haben das absichtlich zugelassen. Und ich möchte hier dieser Sache einfach mal ein ganz kleines bisschen nachgehen. Also man spricht da gerne von einer Let it happen on purpose im Englischen Strategie. Ja, also let it happen on purpose. Und ich, wie gesagt, möchte der Sache hier nachgehen und möchte auch gleichzeitig darauf hinweisen, dass ich ein bisschen die Notbremse ziehe. Denn ich finde, es deutet einfach viel zu wenig darauf hin, dass das so ist. Also ich verstehe ja, dass man sich mit solchen Sachen beschäftigt und dann auch das Gefühl hat, könnte ja auch ganz anders sein, als man im Allgemeinen sich so vorstellt. Aber ist es in diesem Fall einfach zu wenig an Indizien da, dass wir hier wirklich davon ausgehen können, dass das so stattgefunden hat. Wie gesagt, ich sage im Laufe des Videos mehr darüber, warum ich glaube, dass das so ist. Vielleicht für diejenigen, die mich nicht kennen, sollte ich noch ein paar Sätze dazu verlieren, warum ich mich eigentlich gerade berufen fühle, zu solchen Dingen Stellung zu nehmen. Nun, ich beschäftige mich jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten mit der Spieltheorie. Und Spieltheorie ist entgegen des Namens keine besonders spielerische Theorie, sondern es ist eine, die sich mit strategischer Interaktion beschäftigt. Also damit, was passiert, wenn verschiedene Teilnehmer Strategien aufeinander loslassen, sich selber aufeinander loslassen mit entsprechenden Strategien. Und die ersten Anwendungen der Spieltheorie, praktischen Anwendungen der Spieltheorie, waren auch im Bereich der Militärs. Also daher liegt das schon nahe, dass ich hier zwei, drei Sachen dazu sage. Übrigens, wenn Sie das interessiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Ja, ich mache das hier jede Woche, dass ich zu Strategien und Spieltheorien in irgendeiner Form was sage. Ich sollte aber darauf hinweisen, dass es hier in diesem einen Fall um einen, ja, ich würde fast sagen Spezialfall der spieltheoretischen Denkrichtung geht, nämlich um die sogenannten Strategeme. Ich habe am Anfang den Begriff schon einmal verwendet. Ein Strategem ist eine Kriegslist. Und die Kriegslisten sind ein Bereich, der in der normalen Spieltheorie relativ wenig ausgeprägt sind. Also in der Spieltheorie, so wie wir sie normalerweise angewandt haben, geht man eigentlich immer davon aus, alle Seiten sind gleich intelligent, wissen gleich viel. Mit anderen Worten, sie sind rational. Das ist immer die Metapher, die man dafür verwendet. Und deshalb suchen wir dort in der klassischen Spieltheorie immer noch Gleichgewichten. Die Strategeme gehen davon aus, dass einer weiter gedacht hat als der andere. Ja, das ist die Idee hinter einer List. Also man macht irgendetwas, was den anderen verleitet, einen Fehler zu machen. Und diesen Fehler nutzt man dann aus. Das ist die Idee hinter Strategemen. Ja. Ich kann natürlich an dieser Stelle nicht anders als darauf hinzuweisen, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe, ja, heißt die 36 Strategeme der Krise. Also wenn Sie das interessiert, schauen Sie gerne in dieses Buch rein. Was ich da gemacht habe, ist, dass ich eben die 36 sehr klassischen Strategeme, so wie wir sie inzwischen aus China herkommend auch klassifiziert haben, dass ich die dort einfach mal aufgelistet und kurz beschrieben habe, sodass man vielleicht das eine oder andere damit anfangen kann. Okay. Und weil ich das eben gemacht habe, ist einer der Kommentare, die ich ganz oft bekommen habe, ja, dann sagen Sie doch mal das Strategem, was Israel angewandt hat, dass Sie das einfach absichtlich haben, zugelassen haben. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, abwertend, dieser Kommentar oder sowas. Wahrscheinlich sind viele davon ausgegangen, dass es dieses Strategem nicht gibt. Aber ich muss Sie da enttäuschen oder weiß ich nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Also ich muss Ihnen sagen, es gibt tatsächlich ein Strategem, was so etwas vorsieht. Natürlich wäre ich auch komisch, wenn es das nicht gäbe. Das ist das Strategem 34 und das heißt, sich selbst verletzen. Ja, also diese Idee, sich selbst zu verletzen, sich absichtlich selbst zu verletzen, das ist durchaus eines der Strategeme und das ist eben die Nummer 34. Wie gesagt, sind durchnummeriert. Ja. Übrigens, es wird auch häufig gesagt, es sei so ein bisschen zynisch, dass ich hier häufiger auf mein Buch hinweise. Ja. Ich kann dazu nur sagen, wäre es denn besser, wenn wir uns einfach schutzlos ausliefern würden, solchen Strategien. Ja. Also ich finde, es ist doch wichtig, dass wir wissen, dass es solche Strategien gibt und auch einfach mal die Dinge von der anderen Seite hier durchdenken. Ja. Also das vielleicht nur zu der Anmerkung, weil viele gesagt haben, ich dürfe hier gar nicht auf mein Buch hinweisen. Ja. Aber also ich tue es trotzdem, weil ich auch der Meinung bin, dass es hier wirklich hilfreich ist. Ja. Kehren wir nochmal zurück zu der Sache, zu diesem sich selbst verletzen. Kann man sowas eigentlich annehmen? Und im Allgemeinen ist das schon so. Es gibt viele Situationen, in denen Selbstverletzung durchaus eine Kriegslist sein kann, um anderen eine schlechtere Position zu bringen. Es kann manchmal sein, dass sie aus verschiedenen Gründen militärisch notwendig ist, in Anführungsstrichen, was immer man darunter versteht. Also beispielsweise wird von Alan Turing immer eine Geschichte erzählt. Das ist derjenige, der die Enigma, die deutsche Verschlüsselungsmaschine, geknackt hat. Es wird immer die Geschichte erzählt, dass die Engländer aufgrund dieser Sachen von dem Turing
also die deutsche Kommunikation haben abfangen können, haben entschlüsseln können und dass sie anfangs einige Angriffe der Deutschen absichtlich nicht abgewehrt haben, um die Deutschen nicht wissen zu lassen, dass sie die Maschine geknackt haben. Und sie merken natürlich, dass dieses Opfern eigener Flottenteile natürlich genau dieses Strategem der Selbstverletzung ist. Also sie haben das absichtlich in Kauf genommen, haben Hinweise, die sie ganz klar wussten, also dadurch, dass sie entschlüsselt hatten, also ganz klar wussten, dass ein Angriff stattgefunden hat, haben das absichtlich nicht gemacht, haben haufenweise Leute geopfert. Und ja, so etwas gibt es in der echten Welt. Ja, also wie gesagt, zu Alan Turing wurde diese Geschichte eben erzählt. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch den Film kennen. Also über Alan Turing gab es ja vor einiger Zeit einen Film, der uns recht lohnenswert ist, sich anzusehen. Da wird das auch dargestellt, natürlich, wie das immer so ist, im Film plakativ. Aber das ist eigentlich relativ unbestritten, dass das von den Engländern so gemacht worden ist. Und einige sind sich deshalb jetzt sehr sicher, dass Israel das in diesem einen Fall auch so gemacht hat. Ja, also das ist vielleicht auch gerade bei Zuschauern meines Kanals natürlich sehr ausgeprägt, dass man dort sagt, gucken wir doch einfach mal hinter die Dinge. Ja, nehmen wir nicht einfach das, was als erster Gedankengang kommt, sondern denken wir einfach 2-3 Schritte weiter. Und da liegt das natürlich schon nahe, dass man diesen Gedankengang auf jeden Fall auch mit durchdenkt. Ja, die Argumente, die vorgebracht werden, sind aber für meine Begriffe nicht wirklich stichhaltig. Und ich möchte deshalb mal die wichtigsten Argumente, die immer genannt worden sind, dazu einfach mal der Reihe nach durchgehen, sodass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie zuverlässig könnten wir eigentlich glauben, dass diese Strategie im 34 hier von Israel angewandt worden ist. Ja, und wie gesagt, ich halte das für unwahrscheinlich, dass es angewandt wurde. Ja, aber wie gesagt, gucken wir uns an, inwieweit ist es wahrscheinlich, dass die sich absichtlich haben angreifen, also erfolgreich angreifen lassen, obwohl sie es vorher wussten. Und ein Argument, was häufig gebracht wird, ist, die Außengrenze an der entsprechenden Stelle ist sehr viel besser gesichert, als es damals die DDR-Grenze innerhalb von Deutschland war. Und das wird sicherlich auch so sein, dass diese Grenze extrem gut gesichert ist. Und der Schluss, der daraus gezogen wird, die Schlussfolgerung, die ist, dass weil diese Grenze so gut gesichert ist, völlig ausgeschlossen ist, dass da solche Kämpfer eben rüberkommen können. Und jetzt möchte ich diejenigen, die alt genug sind, die DDR-Grenze noch erlebt zu haben, möchte ich jetzt einfach mal kurz bitten, sich an die DDR-Grenze zu erinnern. Wogegen hat die eigentlich geschützt oder geholfen? Also ich sage das hier mal ganz neutral, ja, weil die natürlich wenig positiv zu betrachten ist. Die war dafür optimiert, einzelne Personen vom Grenzübertritt abzuhalten, vielleicht auch kleine Gruppen vom Grenzübertritt abzuhalten. Die waren nicht dagegen optimiert, dass von der anderen Seite her auf einmal massenhaft Leute ankommen und dann versuchen, auf die Art und Weise über die Grenze rüberzukommen. Es gibt übrigens im militärischen Bereich auch einen Fachausdruck, man nennt das Saturation Attack. Ja? Also das heißt, man bringt so viele Kräfte an einer Stelle auf einmal, dass die andere Seite, selbst obwohl sie eigentlich überlegen ist, in einer solchen Situation keine Chance mehr hat, irgendwas dagegen zu tun. Und nochmal, diese DDR-Grenze, wenn sie als einzelne Person oder als kleine Gruppe rübergehen wollten, praktisch keine Chance. Ja? Das hat ja auch fast nie jemand geschafft. Wenn sie aber auf einmal angekommen wären mit einer großen Gruppe von Leuten, die gleichzeitig an vielen verschiedenen Stellen versucht hätten durchzubrechen, das teilweise auch mit schwerem Gerät, ja, also mit Bulldozern und solchen Sachen, dann wäre die DDR-Grenze, hätte keine Chance gehabt, sich dagegen zu wehren, weil sie darauf gar nicht ausgelegt waren. Und die israelische Grenze ist im Prinzip genauso aufgebaut. Ja, sie ist im Prinzip so aufgebaut, dass sie sich gegen kleine Gruppen schützt und dass sie geeignet ist, schnell Kräfte an einer Stelle zusammenzufassen, für den Fall, dass jemand dort den Durchbruch versuchen sollte. Wenn an ganz vielen Stellen gleichzeitig ein Durchbruch versucht wird, dann funktioniert diese Abwehrstrategie nicht. Und das nächste ist, die israelische Grenze hat sehr stark auf ihre Technologie vertraut. Also sie haben eine sehr überlegene Technologie, unter anderem dadurch, dass sie eben Überwachungseinrichtungen und so etwas überall haben. Womit sie aber ganz offenbar nicht gerechnet haben, ist, dass es heutzutage einfach eine sehr billige Gegenstrategie gibt. Nämlich Drohnen. Ja, dass also man einfach mit handelsüblichen Drohnen in die Gegend von solchen Überwachungskameras fliegen kann und die einfach ruckzuck zerstören kann. Und damit ist auf einmal die Verteidigungsstrategie, die ursprünglich fast bombensicher galt, als bombensicher galt, ja, ist auf einmal gestört worden durch relativ einfache Mittel. Danach ist man natürlich klüger, klar, aber Sie müssen sich vorstellen, dass hier über lange Zeit hinweg das relativ gut funktioniert hat und dass man eben auch mit einer anderen Art von Angriff gerechnet hat. Also die Verteidigungslinie, die da ist, diese Grenze, die schützt sich eben gegen andere Angriffe als gegen den, der gerade stattgefunden hat. Und daraus leitet sich im Grunde genommen die andere Gruppe von Kommentaren ab, die ich bekommen habe. Nämlich, es gab hier ganz viele Warnungen, dass ein solcher Angriff stattfinden sollte. Und ich glaube, es ist wohl keine Frage, dass Ägypten tatsächlich eine Warnung abgesetzt hat. Wahrscheinlich sogar mehrere. Ich packe Ihnen da auch einfach einen Link in die Videobeschreibung rein. Also es gab das sicherlich. Sie müssen aber bedenken,
solche Warnungen gibt es mit ziemlicher Sicherheit ständig. Also wenn Sie in einer Gegend sind wie dort, dann ist es natürlich so, dass die ganze Zeit irgendwelche Gruppen irgendetwas planen und infolgedessen Sie durch diesen latenten Kriegszustand, in dem man sich dort befindet, in der gesamten Gegend, ja, was ja ein Pulverfass, ja, das heißt also mit diesem latenten Kriegszustand, gibt es natürlich auch ständig geheimdienstliche Warnungen. Und diese völlig unterschiedliche Qualität dieses Angriffs, glaube ich nicht, dass die entsprechend bei Israel angekommen ist. Also die werden gedacht haben, ja, es gibt einen weiteren Angriff, und zwar einen, wie wir ihn normalerweise kennen und gegen den uns unsere Grenze schützen wird. Mehr oder weniger gut und vielleicht gleich an einer Stelle einen Durchbruch geben und da wird man da entsprechend was machen. Bin ich mir ganz sicher, dass die sich auf die Art und Weise vorbereitet haben. Denn, wie gesagt, die sind gewohnt, dass es Warnungen gibt und das ist die Dimension, in der sie gedacht haben. Sie waren überrascht darüber, dass auf einmal eine Koordination auf viel größerer Ebene stattgefunden hat. Und die konnte dadurch stattfinden, dass eben die Hamas sich vorher über relativ lange Zeit hinweg ruhig verhalten hat, dumm verhalten hat, still verhalten hat und damit eben das eigene Strategie angewandt hat, mit der sie die andere Seite im Grunde genommen eingelullt haben. Und kommen wir zu dem nächsten. Immer dann, wenn man glaubt, jemand lässt so etwas beispielsweise absichtlich zu, da muss er ja einen Vorteil davon haben. Und wir müssen jetzt also fragen, welchen Vorteil hat eigentlich Israel hypothetisch darauf, dass er sich an einer solchen Stelle so verletzen lässt? Und die Idee, die dahinter steht, ist natürlich relativ klar. Also zwei Dinge eigentlich, ja, nämlich zum einen, man kann vielleicht Gräuelbilder zeigen, die von der anderen Seite ausgehen, was einem in der Öffentlichkeit vielleicht einen Vorteil verschafft. Das ist bei diesem Strategem 34 sehr oft der Fall. Ja. Also dass man sich selbst eine Verletzung zufügt, dann das Mitleid erregt von anderen Seiten und dann viel stärkere Parteien plötzlich eingreifen in der eigenen Weise. Das ist die Idee hinter diesem Strategem. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass das Israel so gemacht hat, sondern ich habe von dem Strategem allgemein gesprochen. Ja. Also jedenfalls, das ist die Grundidee, die dahinter steht. Und das andere, was als Möglichkeit jetzt im Raum steht, ist, dass dadurch, dass diese Selbstverletzung oder dass die Verletzung, muss man eigentlich sagen, stattgefunden hat, Israel eine moralische Berechtigung hat, zuzuschlagen, zurückzuschlagen und damit wesentlich mehr zurückschlagen kann, als sie es normalerweise gekonnt hätten. Also das wird als Argument vorgebracht, weshalb das in diesem Fall ein sinnvolles Strategem gewesen wäre. Und trifft das hier zu? Und da kann ich wirklich nur sagen, müssen wir einfach die Erkenntnisse der letzten paar Tage einfach mal zusammennehmen. Und wenn Sie sehen, wie die Wirkung ist insgesamt davon, dass also dieser erfolgreiche Angriff stattgefunden hat, dann werden Sie feststellen, dass Israel auf einmal blamiert ist und dass Israel dasteht als jemand, der verletzbar ist. Ja, vorher galten die als mehr oder weniger unverletzlich, ja, und auf einmal sind sie eben doch verletzlich. Und diese Verletzlichkeit ist in einer solchen Umgebung, in der sich Israel befindet, wo sie umgeben sind von lauter anderen Ländern, die sie überhaupt nicht leiden können und am liebsten die Tage zählen, bis sie Israel endlich weggekriegt haben. Ja? Also in einer solchen Umgebung ist es natürlich unglaublich gefährlich, eine Verletzlichkeit darzustellen. Das heißt also, dieses Argument, was vorgebracht wird, Israel habe einen Vorteil davon ziehen können, ist für meine Begriffe vollkommen verfehlt. Also wenn wir uns ansehen, was wirklich passiert ist, müssen wir sagen, die haben einen ganz erheblichen Nachteil dadurch bekommen. Übrigens auch noch durch die dadurch, dass sie jetzt zurückschlagen. Sie müssen sich vorstellen, es gab ja auch in dieser Woche eine lange Berichterstattung weltweit darüber, dass also ein Krankenhaus angegriffen worden ist und es sah erst so aus, oder war wahrscheinlich eine Propaganda der Hamas, weiß man ja nicht so ganz genau von außen drauf guckend, aber dass ein Angriff auf ein Krankenhaus stattgefunden hat und dass Israel dahinter gesteckt hat. Inzwischen scheint sich die Situation umzudrehen und es war überhaupt gar nicht Israel, die dahinter gesteckt haben, aber sie merken, es entstehen extrem gefährliche Bilder. Das ist auch eine Sache, auf die ich mal in einem anderen Video hingewiesen habe. Ja, wie gesagt, können Sie sich da nachher gerne mal ansehen, dass es eben unfassbar gefährlich ist, dass solche Bilder auf einmal nicht mehr klar zuordnenbar sind, dass sie in den verschiedensten Richtungen stattfinden können. Also deshalb, das sind die zentralen Argumente, die vorgebracht worden sind, dafür, weshalb die Leute glauben, dass also Israel das absichtlich zugelassen hat. Und ich denke, alle drei Argumente, die wir genannt haben, sind zumindest aus meiner Sicht überhaupt gar nicht stichhaltig. Und es ist natürlich richtig, wie ich ja am Anfang gesagt habe, zu versuchen, einfach mal Dinge zu durchdenken, einfach Schritte weiter zu durchdenken. Und wie gesagt, das ist ja das, was ich auf dem Kanal immer mache. Aber man sollte auch nicht über Bord gehen bei der ganzen Sache und nicht krampfhaft immer denken, alles wäre vollkommen anders, als es jetzt von außen her aussieht, sondern manchmal ist es eben tatsächlich so, wie es auch von außen aussieht. Das kann natürlich sein,
dass sich im Laufe der Zeit die ganze Sache ändert. Kann natürlich sein, dass wir immer mehr Informationen kriegen und auf einmal feststellen, oh Mist, das war ja doch so eine Sache, die dahinter stand. Also hypothetisch ist das natürlich möglich. Aber bei dem Wissensstand, den wir heute haben und auch der Art, wie sich die Dinge entfaltet haben, sieht für meine Begriffe es nicht stark danach aus. So, und jetzt nochmal kurz die Erinnerung. Ja, also wenn Sie solche Sachen interessant finden, gucken Sie gerne in mein Buch rein, die 36 Strategien mit der Krise. Ja. Denken Sie bitte auch immer dran, wenn Sie sagen, wieso weist denn der immer wieder auf sein Buch hin? Ich halte es für wesentlich besser, wenn man abwehren kann, wenn man diese Strategie bekennt, um zu wissen, wann jemand anders mit solchen Sachen anfängt. Ich halte das für extrem wichtig und deshalb darf man keinesfalls jetzt einfach nur sagen, weiß ich, Anwendung von Strategien ist irgendwie was Böses oder so. Und in gewisser Weise ist es das natürlich, aber das Wichtigere ist, sie zu kennen, damit man eben genau solche Dinge abwehren kann. Ja? Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich mich mit Strategien überhaupt beschäftigt habe, ja? um zumindest Abwehrmöglichkeiten zu haben. Ja? So, und man darf eine Sache natürlich auch generell nicht vergessen, nämlich, wir müssen jetzt wirklich hoffen, dass auch so ein Krieg einfach sich nicht verfestigt und wie weitergeht. Ja? Denn am Ende ist es immer so, dass am Ende die Zivilbevölkerung darunter leidet. Und ich habe häufig das Gefühl, dass bei diesem ganzen Denken über Strategeme und Strategien und weiß ich was, auch diejenigen, die solche Sachen dann planen müssen, dass die am Ende zu stark eben in dieser Ebene auf der Ebene der Strategeme denken oder Strategien und vernachlässigen, dass es am Ende eben doch einfach um einzelne Personen geht. Ja? Um die Personen, die eben tatsächlich dann da sind und ja, mitten im Kriegsgeschehen sind, aber was vergessen wird von denjenigen, die eben solche Kriege dann weiterführen, weil die eben nur noch auf der höheren Ebene denken. Okay, also weil das so ist, versuche ich jetzt auch einfach mal in den nächsten Wochen, in denen ich hier meine Videos mache, vielleicht einfach mal ein paar harmlosere Dinge anzusprechen, ja, damit Sie auch vielleicht nicht das Gefühl haben, Spieltheorie hat überhaupt nur was mit diesen schlimmen militärischen Sachen oder sowas zu tun. Gibt ja auch ganz harmlose Anwendungen der Spieltheorie. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen, dann zu angenehmeren Themen. Bis dahin.